Lektion 329. Was du willst, habe ich bereits gewählt. Was du, Vater, willst, habe ich bereits gewählt. Vater, ich habe gedacht, ich sei von deinem Willen abgeirrt. Habe ihm getrotzt, seine Gesetze gebrochen und einen zweiten Willen dazwischengestellt, der mächtiger als der deine ist. Doch das, was ich in Wahrheit bin, ist nur dein Wille, ausgedehnt und sich ausdehnend. Das bin ich und das wird sich niemals ändern. So wie du eins bist, so bin ich eins mit dir, Vater. Und das habe ich bei meiner Erschaffung gewählt, als mein Wille für immer mit dem Deinen eins ward. Diese Wahl wurde für alle Ewigkeit getroffen. Sie kann sich nicht verändern und im Gegensatz zu sich selbst sein. Vater, mein Wille ist der deine. Und ich bin sicher, unbeschwert und heiter, in grenzenloser Freude, weil es dein Wille ist, dass es so sei. Heute, jetzt wollen wir unser Vereintsein miteinander und mit unserer Quelle großgeschrieben akzeptieren. Mit Gott, unserem Schöpfer. Wir haben keinen Willen getrennt von seinem und wir sind alle eins, weil wir alle seinen Willen miteinander teilen. Durch ihn erkennen wir wieder, dass wir eins sind. Durch ihn finden wir endlich unseren Weg zu Gott. Was du willst, habe ich bereits gewählt. Du hast schon immer richtig entschieden. Es ist nur dieser Traum hier, der mir was anderes einreden, einbilden in Anführungsstrichen will.
In Gott braucht es keine Wahl mehr. Ich habe mich schon für Gott entschieden. Das ist ja mein Auferstehen, ne? Aus diesem Tiefschlaf sich emporzuheben. In diesem vereinten einen Geist, diesem Einssein, dieser Einsgesinntheit, non-dual, da kann es keine Gegensätze geben. Und dann immer wieder klar zu sein und es auch immer wieder noch deutlich zu machen. Wie sehr ich doch an diesem Körper hänge, ne? Der im Grunde vollgestopft ist mit Angstgedanken. Und jetzt öffne ich mich dafür. Jetzt scheint so eins nach dem anderen aufzuploppen. Es will sich erlösen, damit der Heilige Geist, der immer mit dir ist, es wandeln kann. Ich möge die Türen öffnen, all die Tore, mein Innerstes offenbaren. Fürchte dich nicht. Da kommt nur Gutes. Da kommt nur Gutes hervor. Auch wenn es sich erstmal scheinbar nicht so gut anfühlt. Oder es nicht so gut aussieht. Das ist ja der scheinbare Müllberg, den ich irgendwie versteckt gehalten habe, ne? Wirklich alte Gedanken. Aber ich muss sie abgeben und berichtigen lassen. Und es dann nichts mehr, aber auch gar nichts mehr für mich behalten. Weil das stört in Anführungsstrichen unser Geeintsein. Natürlich nicht in Gott, aber hier auf dieser wahren Wahrnehmung. Es behindert mich, mich wirklich auszurichten. Und scheinbar bin ich ja noch hier auf dieser Ebene, also möge ich dies bleiben lassen. Damit ich freie Fahrt zu Gott habe, zur wahren Wahrnehmung, zur Rechtgesinntheit, zu Jesus, zum Heiligen Geist, wie auch immer, du weißt es schon, zu dir selbst. Ja, diese 10 Muster, ne? Gewohnheiten verändern, wandeln zu lassen. Ja, diese unbewussten Schreckgespenster, die mich ganz schön an Ketten halten können, die ja gar nicht existieren. Weil es nur Gedanken sind. Gedankenverstrickungen, die sich scheinbar tief verankert haben. Ein jeder kennt das. Mögen wir uns da nicht mehr fürchten. Mögen wir uns öffnen für das geeinte Sein, für das Vereintsein. Entsorgungsstelle sein. Ja, weg mit den Sorgen. Wozu? Wirf die Sorgen auf Gott.
Gib alles dem Heiligen Geist. Sich läutern lassen, nur um zu erfahren, dass dahinter immer Gott ist, dass es mich emporhebt, wenn ich mich öffne, mein Geist erhält. Ich muss scheinbar durch diese Enge des Nadelöhrs oder durch diesen Kokon eben, damit Neues entstehen kann, damit ich sehe, dass ich bereits gewählt habe, dass ich in Gott bin, dass wir der eine in Gott sind. Und da gibt es nichts zu rütteln, zu schütteln oder sonst irgendwas. Das ist einfach so. Und damit in Frieden zu kommen, miteinander. Alles dafür zu tun, damit wir das miteinander erfahren. Wir sind eins in Gott, unserer Quelle, die wir ja im Grunde selbst sind. Es ist ja ein stetiges Geben und Empfangen. Von der Liebe zur Liebe, von Gott für Gott. Seinen Willen tun, seinen Willen geschehen lassen, weil ich sein Wille bin. Und das scheint so lange mit meinem alten Denken zu kollidieren, solange ich eben da noch was für mich behalten will. Denke, ich müsste irgendwas aufgeben, was doch mein ist. Solange ich eben noch Gegensätzlichkeiten sehe. Möge ich vertrauen. Möge ich Gott vertrauen. Und diese Transformation im Geiste geschehen lassen. Es kommt so sanft, so liebevoll. Du bist nur Ausdehnung, Ausdehnung der Liebe Gottes selbst. Und das ist alles.
Und das heißt, ich muss verlernen, da noch irgendwie was dazwischen zu streuen, was nicht Gottes ist. Meine Gedanken von Sünde und Schuld, ne? Selbsthass, all dieser Groll, Ängste eben. Und sich eben nicht mehr davor zu fürchten, dass ich sie noch für wahr erklären muss. Aber ich sollte mich auch nicht fürchten, dahin zu schauen, wenn ich da etwas wahrnehme. Sonst halte ich es verdrängt und dissoziiere. Und das scheint nur allmählich möglich zu sein. Und das ist ja auch okay. Die Zeit als Mittel zu nutzen. Schritt für Schritt. Immer wieder mit sich milde und gütig zu sein. In Gott kann ich mich niemals ändern, weil ich wie Gott bin, Gott gleich. Unwandelbar, unveränderbar. Mein wahres Sein. Unser. Es ist ja immer vereint, ne? Da gibt es keine Einzelteile. Ich bin eins mit Gott, mit meinem Schöpfer. Das sage dir. Sage dir, sage dir, sage dir. Ich gehe mit Gott in meinem Geist. Ich bin der Christus. Ich bin Gottes Sohn. Ich bin das Licht der Welt. Ich bin. Gott ist, ich bin. Das ist Selbsterhöhung, Selbstfülle, aber das Selbst großgeschrieben. Offenen Geistes sein. Was anderes ist doch mit Gott gar nicht möglich. Das ist für immer und für ewig. Du bist total frei. Und immer sicher getragen. Immer geborgen. Gottes Schutz ist dir stets gegeben. Weil Gott gar nicht anders kann. Es ist doch auch dein Zuhause. Deine Quelle. Dein Reich. Eins mit Gott. Diese Wahl wurde für alle Ewigkeit getroffen. Ewig reiner Geist, ewiges Leben. Und sich darin jetzt sicher zu sein, unbeschwert und heiter,
Wer kennt das schon? Unbeschwert und heiter. Und wer kennt es dauerhaft, durchgehend? Unbeschwert und heiter. In grenzenloser Freude. Und das im Miteinander zu erfahren. Sich diesem Einssein anzuvertrauen. Es sich hinzugeben, beständig. In jedem Moment. Mögen sich diese Grenzen oder diese scheinbaren Trennungen oder Trennungsgedanken, mögen sie verblassen, mögen sie vergehen, sich auflösen. Wir brauchen keinen Abstandshalter. Den Bruder in Liebe zu sehen, auch wenn du vielleicht mit den Körperaugen was anderes siehst. Vielleicht siehst du, wie er sich selbst verletzt oder nur mit Waffen um sich schießt. Ich habe still zu sein und den Bruder stets an die Hand zu nehmen, ihm mit Liebe zu begegnen und so gut ich kann, mit Liebe zu befüllen, weil das immer ich bin. Es ist meine eigene Liebe zu mir selbst. Und eben kein Urteil zu fällen. Wenn ich denke, was macht der Bruder da? Das finde ich aber nicht gut. Das ist immer wieder unser Hindernis vor dem Frieden. Ne? Dann habe ich mich schon identifiziert. Mit meinem Eigenwillen, mit dem Ego-Wahn. Und das ist nicht der Wille Gottes. Und damit klar zu sein. Und jetzt bemerke ich, ich habe es vielleicht im Geiste klar oder sogar in meinem Verstand hier auf der niederen Ebene klar, aber ich kann es noch gar nicht so gut umsetzen. Fällt mir vielleicht schwer in der Praxis, mich da wirklich so total zu zeigen. Ja, frag mal den Bruder. Wir alle sind Lernende und Verlernende. Und da ist keiner besser oder schlechter, keiner weiter, höher oder sonst irgendwas. Auch wenn er hier eine Lehrerfunktion hat. Ich bin genauso Lernende. Ich habe dann nicht arrogant oder eingebildet zu sein, in Anführungsstrichen. Ich habe einfach nur zu sein, so wie Gott mich schuf. So unschuldig und rein. Vater, was du willst, habe ich bereits gewählt. Ich habe bereits empfangen. Möge ich jetzt geben.
für unser Vereintsein, für unser Miteinander, was es so sehr braucht, wirklich dem Heiligen Geist zuarbeiten, in Anführungsstrichen. Du willst es doch gar nicht mehr, den alten Kram. Also, ich habe mich bereits für Gott entschieden. Und das genügt. Das ist meine Bereitwilligkeit. Auch wenn scheinbar erstmal Chaos vor meinen Augen erscheint. Wir räumen ja gemeinsam auf. Wirklich dieses Scham und Schuld, das wirklich fahren zu lassen. Fällt mir genauso schwer. Da ist kein Unterschied. Angst ist Angst, ne? Da gibt es keine Rangordnung. Ja. Danke, danke, mein lieber, lieber, lieber Bruder, für deine Liebe zu mir, für dein Vertrauen zu mir. Er spiegelt ja immer meine eigene Liebe wider, mein eigenes Vertrauen, was ja eins ist. Das beruhigt mich immer und trägt wirklich den ollen Kram da mal weg. Ja, also Amen. Was du willst, habe ich bereits gewählt. Vater, ich habe gedacht, ich sei von deinem Willen abgeirrt, habe ihm getrotzt, deine Gesetze gebrochen und einen zweiten Willen dazwischen gestellt, der mächtiger als der deine ist. Doch das, was ich in Wahrheit bin, ist nur dein Willen. Ausgedehnt und sich ausdehnen. Das bin ich und das wird sich niemals ändern. So wie du eins bist, so bin ich eins mit dir. Und das habe ich bei meiner Erschaffung gewählt, als mein Wille für immer mit dem Deinen eins ward. Diese Wahl wurde für alle Ewigkeit getroffen. Sie kann sich nicht verändern und im Gegensatz zu sich selbst sein. Vater, mein Wille ist der deine. Und ich bin sicher, unbeschwert und heiter, in grenzenloser Freude, weil es dein Wille ist, dass es so sei. Heute wollen wir unser Vereintsein miteinander und mit unserer Quelle akzeptieren.
Wir haben keinen Willen getrennt von seinem. Und wir sind alle eins, weil wir alle seinen Willen miteinander teilen. Durch ihn erkennen wir wieder, dass wir eins sind. Durch ihn finden wir endlich unseren Weg zu Gott. Amen. Was du willst, habe ich bereits gewählt. Vater, ich habe gedacht, ich sei von deinem Willen abgeirrt, habe ihm gestrotzt, seine Gesetze gebrochen und einen zweiten Willen dazwischen gestellt, der mächtiger als der deine ist. Doch das, was ich in Wahrheit bin, ist nur dein Wille, ausgedehnt und sich ausdehnend. Das bin ich, und das wird sich niemals ändern. So wie du eins bist, so bin ich eins mit dir. Und das habe ich bei meiner Erschaffung gewählt, als mein Wille für immer mit dem deinen eins wird. Diese Wahl wurde für alle Ewigkeit getroffen. Sie kann nicht verändert und im Gegensatz zu sich selbst sein. Vater, mein Wille ist der deine. Und ich bin sicher, unbeschwert und heiter, in grenzenloser Freude, weil es dein Wille ist, dass es so sei. Heute wollen wir unser Vereintsein miteinander und mit unserer Quelle akzeptieren. Wir haben keinen Willen getrennt von seinem und wir sind alle eins, weil wir alle seinen Willen miteinander teilen. Durch ihn erkennen wir wieder, dass wir eins sind. Durch ihn finden wir endlich unseren Weg zu Gott. Was du willst, habe ich bereits gewählt. Amen.
Danke, danke, mein würdiger Bruder. Majestätischer Bruder, ne? Teil von mir. Ich bin das Selbst. Ja, dir einen guten, guten Weg für heute, ne? Mit Gott in deinem Geist, sprich mit der Liebe, die du ja selbst bist. Meine Liebe, ich winke. Wir sehen uns. Freue mich so. Freue mich so auf die heilige Zusammenkunft, ne? Unser Lernen und Verlernen.